Wir sind hier für das zweite Mal auf der Inhagenza in München. Letztes Jahr war unser erster Einstieg mit Endless und wir sind ganz erfolgreich angenommen werden hier in Deutschland. In den letzten Jahren hat sich viel getan für unsere Marke. Wir sind weltweit jetzt unterwegs. Wir haben 3500 Punkte weltweit, davon 680 hier in Deutschland. Und vielleicht die wichtigste Werbemaßnahme für uns letztes Jahr war, dass wir haben Jennifer Lobels als unsere Werbeikon gewonnen und sie ist jetzt der Gesicht von Endless weltweit. Viel hat sie getan bei uns. Wir sind unterwegs jetzt in 18 verschiedenen Märkten. Der größte Markt für uns im Moment ist Amerika, der zweitgrößte ist hier in Deutschland. Und wir planen natürlich hier für 2015 wieder uns erfolgreich weiterzuentwickeln. Hier in Deutschland erwarten wir noch 300-400 Punkte zu gewinnen und weltweit noch 3000. Viel hat sich auch getan in unserer Kollektion. Wir haben viele neue Farben von Armbändern dazugelegt. Wir haben viele neue Charms gekommen. Und unser Sommer-Season 2015 ist super well angenommen geworden weltweit. Und auch hier auf Inhagenza 2015. Und wir freuen uns wieder natürlich zurückzukommen zu dieser wunderschönen Stadt München, die uns immer so viel Spaß gebracht haben. So, von der Endless-Mannschaft sagen wir nur Tschüss und bis nächstes Mal. Ja. Was besonders mit der Jennifer Lebes Kollektion ist natürlich, dass sie hat selber mit zu Design mitgeholfen. Mit unserem Designer in Dänemark hat sie selber die ganzen Charms entworfen und natürlich der Zusammenarbeit zwischen Los Angeles und Kopenhagen war sehr inspirierend für uns alle. Sie ist sehr viel in diese Kollektion mit eingebunden und sie hat viel Spaß, selber Schmuckdesigner zu werden. Und natürlich sind wir bei Endless super stolz, dass Jennifer Lebes... Which is our own, and then there is the Jennifer Lopez collection, which she is a co-creator.